dass ich einfach auf die Webseite gegangen bin und nicht so genau wusste, die Webseite war mir sympathisch. Und dann habe ich noch rumgegoogelt, so auf die kleinen Filmchen, die man angucken kann. Und bei dem ersten Schriftwechsel hatte ich schon eigentlich eine ganz große Sympathie so. Und dachte, das ist jetzt die richtige Entscheidung, die ich für diese Ausbildung hier getroffen habe. Das war das, was mich am Anfang, also von Beginn an angezogen hat und angesprochen hat. Diese Kombination Ayurveda und dann eben auch noch die spirituelle oder geistige Weiterbildung oder Erweiterung. Als ich das gegoogelt habe, war mir nicht Ayurveda wichtig. Mir war einfach wichtig, eine Massage, eine Körperberührung. Und das hat mich viel mehr angesprochen, also so zwischen den Zeilen irgendwas, was mich angezogen hat. So we start our music with Ganesha Stuti. This is a mantra which praises Ganesha and worshipping Ganesha. Gopi sind ein super Team. Also ich finde, die passen ganz toll zusammen, sehr unterschiedlich, also ergänzen sich wunderbar und nehmen ganz unterschiedliche Positionen ein. Und ich finde auch das, was man merkt an gegenseitigem Respekt, aber auch an einer Freundschaft und einer Freude aneinander und an einer Freude zu dem, was die beiden so weitergeben, passt einfach klasse. Udaganati ja. Sevitam Ich bin das fünfte Mal in Indien. Es ist für mich jedes Mal eine Überraschung. Das heißt für mich einlassen. Und ich habe für mich festgestellt, wenn ich zurückkomme aus Indien, dass ich ein Stück meines Egos zurücklasse. Sehr chaotisch, sehr unorganisiert. Bis am Ende ist alles sehr gut. Es geht immer gut aus, weil ich manchmal nicht verstehe, wie das möglich ist. Ich bin mit einer sehr negativen Einstellung hergekommen, weil ich so sehr viel Negatives gehört habe. Und habe am Anfang der ersten zwei Wochen sich überhaupt nicht wohl gefühlt. Also hier im Zentrum ja, da war ich in einem geschützten Bereich, aber uns auf der Straße oder auch wo, habe mich gar nicht wohl gefühlt. Ich glaube, es ist sehr unmittelbar. Es kann einem unmittelbar was sehr raus passieren, ob auf der Straße oder in irgendeinem Gedränge, aber auch unmittelbar so viel Herzlichkeit. Legt man die Gedanken ab und es kommt ganz anders Indien auf uns zu. Also, ist wirklich der Abfall, siehst du nicht mehr, siehst du wirklich nicht mehr das Negative, sondern das Positive. Ja, es ist wirklich wie ein neuer Planet. Indien muss man erleben. Man kann es gar nicht fassen. Was Indien ist, ist unglaublich, unbeschreiblich, unfassbar. Und haben entschieden, noch mal zurückzukommen. Auf jeden Fall. Mahasutam Shoka Vinasha Karanam Namami Vigneshwar. Das Wissen, das jetzt zum Ayurveda transportiert wurde, das war, das ist für mich das Basiswissen. Ich weiß für mich, dass ich erst am Anfang stehe. Ich weiß, dass es ein sehr tiefgreifendes Thema ist und Gebiet ist und das mich auf jeden Fall bis zum Rest, also für den Rest meines Lebens begleiten wird. Was mir super gut gefallen hat, war einfach die praktische Seite. Die Inhalte. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass wir zwar auch eine Technik gelehrt bekommen, aber dass es viel, viel mehr um das Gefühl geht, darum den Blick nach innen zu lenken, die eigene Kraft zu entdecken, Achtsamkeit, das ist für mich viel, viel wichtiger. Die Ayurveda-Ausbildung fand ich selber sehr, sehr spannend und auch sehr tiefgehend. Und das Feedback, was ich zu Hause auch bekommen habe, auch von Leuten, die selber schon längere Zeit Ayurveda-Masseure sind, dass es eine sehr fundierte, schöne Arbeit ist, die wir hier getan haben. Pada Pangajam
haben diese junge 90, 95 Jahre alte Mann, die Meister, eingeladen. But you must know that I am a little child playing with the chippies on the bank, on the beach of a big sea of ayurveda. This is what he said. This great, great person. We make fun too, very much fun also. It's not really a strict, it's not a strict course like this. It's I must say that it's more life than a course. Adi mohadi samsarga sushma bhasura bhairavam hinadi mithya yogena vidyate talpunastritha vinote nindriyasya alpa samyoga. Ich finde einfach, er hat einen ganz feinen Humor und auch eine ganz, ganz schöne, dass man erst so langsam mitbekommt, was für ein feines Menschengefühl er hat. Und dass er aus seinem großen Wissenschaft immer wieder so ein kleines Teil für uns so häppchenweise zu bereiten, dass man ein Stückchen davon verstehen kann. Nee, ich liebe den, der ist super. Gopi ist wie Entchen. Unbeschreiblich. Ja, ich denke, das ist so einfach dieses Indische, was er auch wirklich sehr verkörpert. Was ich liebe, ist, dass er liebt, dass er liebt zu singen und dass er vor allen Dingen liebt, mit Mikrofon zu singen. I love to sing. Okay. Guru Guhanutam Maka Devanutam Guru Guhanutam Manakoni Pradasam Saram Maka Devasutam Guru Guhanutam Maka Devasutam Guru Guhanutam Manakoni. Ich denke, mit Daniel ist es leicht, sich zu zeigen. Gefällt mir, dass es auch eine große Zurückhaltung vom Daniel gibt. Also diese Möglichkeit, erstmal bei sich selber anzukommen, zu gucken, wo geht heute der Weg lang, welche Fragestellung ist wichtig, aber dass auch ganz klar dann wieder eine Fokussierung kommt und genau diese Mischung zwischen, dass etwas entstehen kann und dass etwas weitergeführt wird, das finde ich kann er sehr toll. Manches teilt er durch sein Schweigen mit. Das Signal, hey, du kannst immer zu mir kommen, das ist schon, also finde ich auch beachtlich, sowas anbieten zu können und auch zwischen den Zeilen. Man spürt, das ist eine Einladung, eine wirkliche Einladung. Und oft kann ja auch irgendwas Emotionales hochkommen durch diese intensive Arbeit. Und wenn dann jemand da ist, der einen auffängt, also ich glaube, da ist man bei Daniel in den besten Händen. Und ich sehe es mehr als Erfahrung. Mhm. Das Ganze ist eine Erfahrung. Ja. Wir sind ja einen Monat zusammen dort. Mhm. Es ist ja nicht so, du machst einen Kurs und um 5 gehst du nach Hause. Mhm. Ja, Daniel ist für mich einfach eine wahnsinnige Stütze hier gewesen. Denke ich, sowas, so viel kann man nur bringen, wenn man innerlich mit sich auch relativ gut im Reinen ist und in der Entspannung, ja. Ich habe ihn auch nie gestresst erlebt. Also er hat immer Ruhe ausgeströmt und eben auch dieses Authentische. Keine Rolle spielen, nichts darstellen müssen. War nicht so, dass hier das, die Seminarleiter und dann unten wir, da war keine Hierarchie, das war einfach von Auge zu Auge und... Es ist viel Leben drin, in dem Ganzen, ja, würde ich sagen. Allein Daniel begegnet zu sein, ist für mich einfach sehr, sehr schön. Ich melde mich wieder an. Moment.
Schade, dass jetzt vorbei ist.